Bei den Top-Teams Chemnitz und München war für die EWE Baskets Oldenburg zuletzt nichts zu holen. Jetzt geht es gegen den Tabellenvorletzten, die Hakro Merlins Kreiltal. Und die Gastgeber in Gelb von links nach rechts laufen tatsächlich kurzzeitig einem Rückstand hinterher. Dann der zweite Korbleger in Folge von Richard Chapman. Der ist zurück nach seiner Sprunggelenksverletzung. Sein letztes Spiel machte er am 27. Oktober 2023. Dann beginnt die Reezy Russell Show. Der bringt sein Team erst in Führung und hat noch lange nicht genug. Gegen Ende des ersten Viertels starten die Oldenburger einen Lauf, getragen vom genialen Spielmacher Dwayne Russell. Und es geht immer noch weiter. Den ersten Spielabschnitt gewinnen die Oldenburger mit 22 zu 15. Und die Kreilsheimer scheinen plötzlich völlig von der Rolle, treffen fast gar nichts mehr, verlieren Bälle und Oldenburg nutzt das gnadenlos aus. Nur noch 2 Minuten in der ersten Hälfte und die Kreilsheimer haben gerade mal 6 Punkte gemacht. Da freuen sich auch die Spieler, die aktuell nicht mitwirken können. Den Fastbreak-Basketball spielen sie gut aus und Ogbe lässt es krachen. Die Führung zur Pause kommt von Kreilsheim. Noch irgendeine Reaktion? Es sieht nicht danach aus. Traum auf das Alley-Hoop-Anspiel. Itsundu in der ersten Halbzeit wenig von ihm zu sehen, macht dann ein paar mehr Punkte. Kreilsheim fällt jetzt völlig in sich zusammen. Im dritten Viertel auch nicht wesentlich besser. Die EWE Arena macht sich schon bereit zum Feiern. Auch wenn nicht alles gut läuft. Beispielsweise Crandall zu nennen mit insgesamt 6 Turnovern. Aber das interessiert dann am Ende nicht mehr so viel. Aber was passiert im Schlussviertel? 79-42. Es fehlt noch ein Punkt, den macht Russell bei noch 7 Minuten 45 auf der Uhr an der Freiwurflinie. Danach kommt offensiv nichts mehr von Oldenburg. Mehr als 80 Punkte kriegen sie nicht hin und Kreilsheim kann jetzt zumindest ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Und so gewinnen die Gastgeber mit 80-58. Für die Merlins war hier nichts zu holen. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinem